Ich grüße euch, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Man könnte es zur Meta-Talk-Reihe dazu zählen, aber im Grunde geht es um das Thema, worauf ich in vielen Kommentaren bereits angesprochen wurde. Wieso sind defensive Helden eigentlich so bad? Ist es nur meine persönliche Meinung oder gilt es allgemein? Erstmal möchte ich mich etwas distanzieren und dazu sagen, dass es nicht nur meine Meinung ist. Wenn ihr euch diese Statistik anschaut, seht ihr die meistgespielten Helden in der Season 3 für Competitive Games und hierbei sehen wir, dass alle defensiven Helden ganz weit unten in der Liste sind. Das heißt, sie werden am seltensten gespielt. Die Ausnahme mit Sombra mal außen vor, aber wie meine Meinung zu ihr steht, wisst ihr sicherlich aus meinem How to Sombra Video und dass sie aktuell auch zu den schwächsten Helden zählt. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen und viele werden sagen, ja, aber Seagull hat mit Hanzo richtig gerockt oder Caffrey spielt nur Widowmaker und ist in der Top 500. Ja, das stimmt, aber ihr dürft aber nicht vergessen, dass das mit die weltbesten Overwatch-Spieler sind. Das heißt, sie sind extrem gut mit fast allen Helden und können gegen weniger gute oder gegen weniger erfahrene Gegner mit jedem Helden glänzen. Caffrey als Beispiel spielt auf einem Rating von etwa 4200 ausschließlich mit Widowmaker. Er selbst sagt aber, dass er ganz schnell im Rating steigen würde, wenn er einen Helden wie Soldier spielen würde, weil er einen wesentlich stärkeren Impact auf das Game hätte. Und diese Aussage kommt von dem besten Widowmaker-Spieler Nordamerikas. Ich denke mal, einer solchen Aussage kann man wesentlich mehr Gewichtung geben als vielen Alibi-Pro-Widowmaker-Spielen in der Gold- oder Platin-Platzierung, die der Meinung sind, wie groß der Impact von Widowmaker sein kann oder dass sie die Meta verändern wird. Caffrey sagt auch, dass es aktuell so ist, dass Widowmaker Picks machen muss, um überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben. Wenn ihr eine Trefferquote von weniger als 50, 60 oder gar 70% habt, dann ist es einfach leider zu wenig. Widowmaker ist kein Held, der als Body zählt. Das heißt, der gegnerische Schaden wird auf 5 aktive Personen verteilt, die auf einem Point sind. Und Widowmaker kann auch keine Payload oder Punkte contesten. Wenn ihr als Widowmaker dann nicht mindestens 2 Picks in solchen Fights bekommt, hat euer Team einen Nachteil. Das erstmal dazu. Sprechen wir kurz nun über Builder Heroes, also Torbjörn und Bastion. Es stimmt, dass Bastion den krassesten Damage Output hat. Wenn er frontal auf einen Tank schießt, dann wächst kein Gras mehr. Ebenso könnte man argumentieren, Torbjörn ist extrem nützlich, weil er nicht nur selbst Schaden macht, sondern auch noch einen Turm hat und eben noch Rüstungspacks verteilen kann. Aber gerade diese Helden sind extrem einfach zu countern. Ob es ein Genji oder eine Diva gegen Bastion ist oder eine Pharah oder fast jeder Tank gegen Torbjörn, es ist einfach viel zu einfach, diese Helden zu töten und zu outplayen. Ebenso ist Hanzo in einer ähnlichen Position wie Junkrat. Er ist sehr inkonsistent im Schaden machen. Als Hanzo und Junkrat ist man sehr viel am Spammen. Das heißt, man schießt sehr viel auf Glück mit der Hoffnung, etwas zu treffen. Und wenn der Gegner jedoch clever ist und nicht auf den Kopf gefallen, kann er sehr einfach ausweichen und die üblichen Spots, die zugefeuert werden, umgehen. Diese Helden profitieren von unerfahrenen Gegnern und einem Chaos. Ein gut strukturiertes Team, das von Tanks beschützt wird und schnell an Chokepoints vorbeiboostet, naja, die werden von diesen Helden gar nicht beeindruckt oder aufgehalten. Eine Ausnahme findet man momentan in Mei. Mei ist aktuell stark, weil viele Tanks gespielt werden und sie Diva einfrieren kann, sodass keine Schilde benutzt werden können oder sie isoliert einzelne Helden mit ihrer Eiswand. Aber selbst als Mei ist es kein Freerun, wie viele das im Competitive denken. Eine Mei kann sehr schnell ihre Icewalls verhauen oder aber zu passiv spielen und wird im gleichen Zug sehr schnell nutzlos. Ich sage nicht, dass niemand mit diesen Helden gut sein kann. Ich sage nur, und das ist, wie ich vorhin bereits erklärt habe, nicht nur meine persönliche Meinung, sondern wird, wie man sieht, von den meisten Competitive-Spielern geteilt, dass es bei all diesen Helden an einer konstanten Performance fehlt. Wenn man als Junkrat unlucky ist und mal 3, 4, 5 Magazine komplett ins Leere feuert, ist es eigentlich schon fast vorbei, weil der Gegner entweder einen anderen Weg läuft als den, den ihr gerade abdeckt, oder er ist euch schon so nahe gekommen, dass ihr auf nahe Distanz nicht mehr diesen Impact habt. Als Bastion kann man natürlich auch permanent seine Position wechseln, sodass der Gegner nicht weiß, woher ihr als nächstes schießt, aber als Genji oder Diva stört selbst das recht wenig, weil diese Helden gegen euch zu extrem hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen werden.
Torbjörns Turm kann sehr einfach gefokust werden, sodass quasi die halbe Feuerkraft von diesem Helden schnell zerstört wird, und als Hanzo seid ihr ähnlich wie Widowmaker ein Held, der weder contesten noch wirklich präsent sein kann. Mit dem zusätzlichen Nachteil, dass er kein Hitscan-Held ist. Er ist ein schwächerer Sniper als Widowmaker, und das merkt man auch daran, weil Widowmaker in vielen Matches, vor allem wie auf King's Row, im Angriff kurz gepickt wird, mit der Hoffnung, einen schnellen Kill zu bekommen, um dann aber auch wieder auf einen anderen Helden zu wechseln. Das sehen wir bei Hanzo beispielsweise nicht. Es gibt ab und an Situationen, in denen es zu vertreten ist, einen defensiven Helden zu nehmen. Es gibt ein paar Def-Punkte, zum Beispiel auf dem ersten Punkt auf Anubis rechts in einem Durchgang, wo Junkrat wirklich sehr stark sein kann. Oder wenn es zu einem Unentschieden kam und man nur noch eine Minute verteidigen muss, dann ist es okay, mal einen Bastion oder Torbjörn zu nehmen, weil das gegnerische Team sich erstmal darauf einstellen muss und die Zeit dafür oftmals sehr knapp ist. Eine weitere Möglichkeit ist es, diese Helden bei niedrigeren Elos zu spielen, Bronze, Silber oder Gold. Da kann man mit Bastion oder Junkrat dominieren, weil die Teams dort etwas unkoordinierter sind, und wenn ihr selbst ein guter Spieler seid, könnt ihr euch diesen Chaos etwas zum Vorteil machen. Ihr werdet nicht konstant gefokust und könnt theoretisch das Game reißen, auf eigene Verantwortung natürlich. Offensive Helden sind in all diesen Punkten viel stärker, weil sie konstant sind. Nehmen wir Soldier als Beispiel. Ihr schießt dann, wenn ihr ein Target habt, und selbst bei keinem perfekten Aiming trefft ihr mit diesem Helden. Eure Ulti verspricht euch nahezu immer garantierte Kills zu bekommen, und ihr könnt sehr schön aus der Distanz kämpfen, ohne Angst vor Countern zu haben. Ich denke auch, dass es auf jeden Fall Änderungen braucht, sodass die defensiven Helden einen größeren Nutzen bekommen und keine Nischen-Picks mehr sind, die ab und an mal ihren Zweck erfüllen. Mir machen auch Helden wie Torbjörn extrem Spaß, aber ich spiele diese Helden einfach nicht im Ranked und warte einfach darauf, dass es Änderungen gibt, damit die eigentlichen defensiven Rollen dieser Helden ordentlich erfüllt werden. Meiner Meinung nach, und das ist jetzt komplett meine eigene an der Stelle, ist das Design dieser Helden noch von der damaligen Hero-Stacking-Meta, als es noch die Möglichkeit gab, im Competitive jeden Helden mehrfach zu nehmen. Zu dieser Zeit waren diese Helden unglaublich stark, da man nicht nur gegen einen, sondern auf einmal gegen drei oder vier Torbjörn-Türme spielen musste, oder aber gesamte Points komplett von mehreren Mays abgeschottet werden konnten. Das waren noch extreme defensive Taktiken, die gespielt wurden und die auch tatsächlich effektiv waren. Da wir jedoch momentan nur noch auf einen Helden beschränkt sind, sehen wir diese Plays nicht mehr, und wie ich eben schon gesagt habe, ist das Design dieser Helden nicht mehr das, was es ursprünglich mal war. So, ich hoffe, ich bin dem einen oder anderen nicht so sehr auf die Füße getreten. Versteht mich nicht falsch, ich habe keinen Hate gegen defensive Helden. Ich sage euch nur meine Meinung und würde mich selbst extrem darüber freuen, wenn diese Helden wieder mehr gespielt werden können, um etwas Abwechslung in die, momentan etwas langweilige Meta reinzubringen. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ein Abo und Like wären wie immer eine coole Sache. Und in diesem Sinne, passt auf euch auf. Bye.